Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Heute möchte ich mit euch über die nächsten vier Seasons reden. Das Jahr 2022 steht vor der Tür und ich möchte mit euch darüber reden, was bis jetzt aktuell schon bekannt ist, was uns in den nächsten 12 Monaten erwarten wird, was kommen wird. Natürlich wird das hier chronologisch alles nicht ganz korrekt sein, weil wir noch nicht so genau wissen, wann wird was veröffentlicht, verschiebt sich noch irgendwas. Wir kennen es ja, wie zum Beispiel Cross Progression, das Next Gen Update, das sollte eigentlich dieses Jahr schon kommen und so weiter und so fort. Und ganz zum Schluss nenne ich euch natürlich etwas, was wir in jeder Season bekommen, eine fette Überraschung. Seid gespannt auf den Schluss, das möchte ich wirklich erst relativ zum Schluss verraten. Aber viele von euch können sich es vielleicht schon denken. Lasst euch einfach mal überraschen. Wir fangen einfach mal an. Etwas, was wir jetzt quasi schon bekommen haben, aber die wenigsten von uns wahrscheinlich mitbekommen. Ich habe letztens darüber berichtet, der Region Lock geht ab Master Predator. Rangliste quasi. Das heißt, wenn du Master- oder Predator-Spieler bist, bekommst du in deiner Rangliste keinen anderen Server mehr gestellt. Du musst den Server nehmen, der dir gestellt wird, quasi aus deiner Region. Du kannst nicht mehr übergreifend in irgendeine Richtung wechseln. Ja, warum, weshalb, brauchen wir hier nicht drüber sprechen, soll auf jeden Fall schon aktiv sein. Wir gehen jetzt einfach mal chronologisch, so chronologisch wie möglich vor. Allgemein sollen in 2022 mehr Limited-Time-Modi kommen. Dafür wurde sich schon ausgesprochen. Dann sollen auch allgemein andere Spielmodi ins Spiel finden, wie zum Beispiel Team Deathmatch. Alle gegen alle vielleicht als Arena-Modus, als Herrschaftsmodus, keine Ahnung, müssen wir uns mal überraschen lassen. Es sollen auf jeden Fall außerhalb von Arenas auch noch andere Sachen kommen. Kein Battle Royale, kein Arenas, Team Deathmatch, Herrschaft und so weiter. Also verschiedene Sachen kommen da auf jeden Fall noch auf uns zu. Und ich gehe davon aus, dass natürlich einiges davon übergreifend nach 22 logischerweise auch noch passiert. Weiter geht's noch in Season 11 soll ein Bangalore Town Takeover Event kommen. Habe ich auch schon drüber gesprochen. Das Anniversary Event, schweres Wort, steht vor der Tür. Sollte theoretisch am 4.2. starten. Ich gehe davon aus, plus minus der Dienstag vorm 4.2. wird das Event rund um den dritten Geburtstag von Apex Legends starten. Was da genau passiert, kann ich euch aktuell noch nicht sagen. Ich gehe aber davon aus, da wir am 4 Tage später, am 8. Februar startet Season 12. Und ich gehe felsenfest davon aus, wie viele Dataminer auch, dass wir endlich das lang erwartete Cross-Progression-System kriegen. Für alle, die noch immer nicht wissen, was das ist, kann man auch Cross-Save nennen. Du hast einen PlayStation-Account, du möchtest unbedingt auf PC wechseln und kannst deine ganzen Daten auf den anderen Account transferieren oder kannst zwei Accounts verschmelzen lassen. Ich habe mal gehört, dass das ungefähr so funktionieren soll. Und das Next-Gen-Update, das soll wohl relativ zeitnah kommen, wurde schon mehrmals verschoben, sollte in 2011 eigentlich kommen. 2011? 2021. Sollte das eigentlich kommen? Und bis jetzt geht man davon aus, dass es zum dritten Geburtstag quasi in Season 12 kommen soll als fettes Ding, weil wie willst du Apex noch geiler mit einem, ich sag mal, Geburtstagsgeschenk an die Community feiern, wenn nicht das endlich kommt, was die Community sich schon lange wünscht. Das ist aber nur eine Vermutung, ist nicht bestätigt. Was haben wir noch? Nächste Legende soll wohl aller Voraussicht nach Mad Maggie sein und die haben wir hier. Wer nicht weiß was wer Mad Maggie ist, das ist die bessere Hälfte von Fuse. Dann haben wir Krypto. Krypto soll wohl das Erbstück bekommen in Season 12. Chronologisch kann das alles noch ein bisschen durcheinander sein. Wir wissen es nicht zu 100%, weil es gab hier und da schon Erbstücke, wisst ihr ja selber, die kamen, obwohl chronologisch gesehen ganz andere Legenden schon lange an der Reihe gewesen wären. Also, wir können aber davon ausgehen, dass Krypto das nächste Erbstück bekommt. Ein Rework ist für Krypto geplant, war auch schon lange, lange angekündigt, kam bis jetzt nicht. Aber Season 12 ist wohl der heiße Anwärter, season-technisch, wo Krypto endlich das Rework bekommen, was er schon lange verdient hat. So, alles was jetzt noch kommt, soll in Richtung Season 12 passieren oder darüber hinaus. Wie gesagt, das kann sich alles ein bisschen verschieben, wissen wir nicht. Wir fangen mit dem Battle Pass an. Der Battle Pass soll überarbeitet werden, der soll interessanter gestaltet werden. Wie genau das aussehen soll, kann ich euch aktuell auch noch nicht sagen. Es soll auf jeden Fall
so sein, dass wir wahrscheinlich verschiedene Pfade, was wir uns erspielen wollen, wählen können, sodass wir vielleicht Sachen, die wir gar nicht brauchen oder nicht wollen, vielleicht gar nicht erst erspielen. Aber wie gesagt, wie das dann im Endeffekt aussehen soll, keine Ahnung. Eine Wraith Edition ist wohl die Edition, die als nächstes dran sein soll und die soll in Season 12 kommen. Skill-based Matchmaking Anpassungen in Public Matches. Habe ich jetzt vor ein paar Tagen erst drüber gesprochen. Und dort soll es so sein, dass es wirklich so ist, dass du als mittelmäßiger oder schlechter Spieler, ich lasse jetzt mal alles, was so mindestens Diamant aufwärts zockt, davon unangetastet bleibt, dass du einfach die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass du auf Gegner triffst, die wirklich auf deinem Niveau spielen und du nicht ständig als mittelmäßiger Spieler auf Predator, Master oder Diamond Spieler gerätst, weil das ist aktuell im PUBG ein extrem großes Problem, das soll angepasst werden. Jetzt kommt die mobile Version, da bin ich auf jeden Fall gespannt, die soll auch zum Anniversary Event bzw. zum dritten Geburtstag kommen, Season 12, und dort können wir schon davon ausgehen, dass auch in der normalen Version für alle Konsolen, Plattformen und so weiter auch der Team Deathmatch Modus kommen soll. Warum? Die mobile Version wird weltweit schon in verschiedenen Ländern getestet und dort ist implementiert schon ein anderer Modus, nicht der Arena-Modus, sondern nur der Battle-Royale-Modus. Vorerst wohl nur World's Edge, ich glaube die Season-3-Variante und der Team-Deathmatch-Modus. Es soll aber auch Arenas dazukommen. Irgendwann kommt auch Kings Canyon und Olympus dazu. Das wird aber noch eine Weile dauern. Und was auch geil ist, Moment, das möchte ich euch zeigen. Das habe ich hier mal als kurzes Video vorbereitet. Einmal haben wir hier auf jeden Fall Moment, die mobile Version hier, das ist so ein bisschen Gameplay, habe ich auch schon einige Videos drüber gezeigt. Die Firing Range ist hier in dieser Version komplett überarbeitet. Du kannst in diesem Trainingsmodus oder allgemein halt in dieser Stage kannst du verschiedene Schwierigkeitsgrade den Dummies verpassen, sodass du auf deinem Niveau so ein bisschen dein Skill-Level trainieren kannst. Die Dummies laufen dann entweder von links nach rechts und du kannst so ein bisschen dein Aim trainieren, während diese Dummies laufen und so weiter und so fort. Und das geht wohl bis 1, 2, 3, 4, 4 verschiedene Stufen bis hin zu schwer. Und wie gesagt, dann gibt es eben noch den Team-Deathmatch-Modus und so weiter und so fort. Und wir gehen davon aus aktuell, oder man geht davon aus aktuell, dass auch diese überarbeitete Firing-Range auf allen anderen Plattformen kommen wird. Und das wäre auf jeden Fall mal eine Neuerung, die ich auf jeden Fall sehr, sehr begrüßen würde. Was haben wir noch? Achso, ein spezieller 1-vs-1-Modus soll in der Trainingsarena auch zu finden sein. Aber wie gesagt, wie das alles aussehen soll, müssen wir uns mal überraschen lassen. So, dann soll voraussichtlich, und ich hoffe, dass es endlich soweit ist, in Season 12 auch das Next-Gen-Update für die PS5 und die Xbox Series X kommen. Und Cross-Progression, hatte ich vorhin auch schon erwähnt. Wie gesagt, das sind jetzt so Sachen, die können in Season 12 kommen. Oder etwas später, aber ich gehe fest davon aus, dass es definitiv diesmal auch das Jahr 2022 wird und es nicht noch ein Jahr verschoben wird und noch ein Jahr verschoben wird und so weiter und so fort. Wir hoffen es natürlich, wir kennen ja Respawn nur eine Weile oder EA, wer auch immer da noch dahinter steckt, ist manchmal ein bisschen schwierig. Ein Killcam-Feature soll endlich kommen. Finde ich eine coole Sache, wurde auch schon vor bestimmt über einem Jahr mal geleakt, dass eine Killcam-Funktion gibt, wer damit nichts anfangen kann. Viele COD-Spieler kennen das. Wenn du getötet wirst, kannst du dir, wenn du nicht gerade Hardcore spielst, kannst du dir angucken, wie dein Gegner dich getötet hat. Quasi in der Ego-Shooter-Perspektive auch. Um einfach mal ein bisschen abzuchecken, war das jetzt alles koscher? Cheatet der vielleicht? Wie auch immer. Man hat ja verschiedene Gründe, warum man sich angucken sollte, warum dein Gegner dich oder beziehungsweise wie der Gegner dich getötet hat. Dann sollen auch in Season 12 reaktive legendäre Skins für die Legenden kommen. Reaktiv bedeutet, wie bei den meisten Waffen, Battle Pass Stufe 100 oder 110, wenn du einen Gegner tötest oder mehrere Gegner tötest nacheinander
entwickelt sich dieser Skin weiter, leuchtet, wird immer schöner, immer bunter und so weiter und so fort. Die Waffen machen eigentlich dann, die flimmern einfach nur so ein bisschen hin und her. Reaktiv im Allgemeinen kenne ich eher auch von COD, wenn du quasi wie in Black Ops 4 die Dark Matter Tarnung freischaltest. Wenn du dann irgendwann bei 30 Kills angelangt bist, hast du die finale Stufe deiner Waffe zum Beispiel als Skin erreicht und dazwischen aller 10 Kills oder so verändert sich die Farbe des Skins und ungefähr so könnte man sich vorstellen, sind die reaktiven Skins für die Legenden. Ob das jetzt alles so sinnvoll ist oder wieder nur Geldschneiderei, lassen wir mal dahingestellt, denn ich kann mir vorstellen, dass ein reaktiver Skin, der die ganze Zeit am Flimmern und am Leuchten ist, wahrscheinlich für dich nur zum Nachteil wird, wenn du dich vielleicht irgendwo versteckst in einer dunklen Ecke, wo dich keiner sehen soll. Muss man mal sehen, wie das kommt und ob es überhaupt kommt. Dann haben wir, die Level-Gap-Erhöhung soll wahrscheinlich kommen. Das ist nichts, was unbedingt bestätigt wurde, aber es wird schon lange, lange danach geschrien. Ich weiß gar nicht, in welcher Season das war. In der dritten, vierten, fünften Season irgendwann haben wir eine Level-Gap-Erhöhungsgrenze bekommen. War das der richtige Satz? Ich glaube von 100 auf 500 und wir warten alle schon lange, lange danach darauf. Sorry, Sprachfasching, ich habe eine Menge zu erzählen, dass die Levelgrenze endlich angehoben wird und es könnte sein, dass es vielleicht bis Level 1000 geht. Und auch an dem Fortschrittssystem soll übrigens, jetzt weil ich das hier so lese, an dem Fortschrittssystem, wie man leveln kann, wie schnell, wie effektiv und so weiter, soll gearbeitet werden. Und es könnte sein, dass vielleicht auch irgendwann ein Prestige-System kommt, ähnlich wie bei COD. Mir fällt gerade ein, im Arena-Modus Team Deathmatch habe ich völlig, nicht Arena-Modus, die mobile Version beziehungsweise allgemein dann der Team Deathmatch-Modus soll, wer es nicht weiß, auch Perks beinhalten. Ganz wichtig, die Perks sind dann nur für den Team Deathmatch Modus. Wir kennen das. Wir können uns vielleicht verschiedene Perks wie bei COD aussuchen und du bist dann in einem bestimmten Punkt, in einem bestimmten Skill besser als der Gegner und so weiter und so fort. Ihr könnt es euch wahrscheinlich alle denken. Tief ins Detail wollte ich hier nicht überall reingehen. Dann haben wir Season 13 geht Anfang Mai los, geht bis Juli und ab hier bis Ende 2022 wird es dann relativ schwammig. Da sind es nur Vermutungen. Wie gesagt, alles, was ich jetzt hier so erzählt habe, kann sich auch noch eine Weile hinziehen und muss nicht unbedingt in Season 12 kommen. Auf jeden Fall eine mögliche Legende könnte Blisk sein, das ist der Kollege, eine bekannte Figur aus dem Titanfall-Universum und auch der Veranstalter der Apex Games. Es könnte aber auch sein, dass im Laufe des Jahres 2022, Moment, die hat man schon, dieser Kollege hier kommt, der neben Bangalore steht und zwar ist das ihr Bruder, der hier unten, diesen Screensaver, den kennen wir alle, der hier gerade in diesen Abgrund fällt, das ist Bangalores Bruder und Bangalores Bruder ist auch wohl wahrscheinlich Thema für das Town Takeover Event Anfang 2022 rund um Bangalore. Und das muss irgendwie in Verbindung mit Stormpoint stehen und so weiter und so fort, aber mehr Details kann ich da leider gar nicht erzählen, weil ich sie einfach nicht kenne. So, das waren jetzt die möglichen Legenden. Alle anderen Legenden macht keinen Sinn, die jetzt zu erwähnen. Das ist dann einfach wirklich zu schwammig. Übrigens, Season 13, das Erbstück, die größte Anwärterin wird dann wohl Loba sein. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das aussehen soll. Dann sind wir schon bei Season 14 angelangt, von August bis November. Da ist dann wahrscheinlich das Erbstück für Horizon am Start. Mehr habe ich zu dieser Season auch nicht zu sagen. Es wird eine Menge dazwischen noch passieren. Natürlich können wir von vielen Buffs, Nerfs, Waffenanpassungen, neuen Legenden und neuen Waffen im Allgemeinen, das ist alles klar. Neue Waffe könnte zum Beispiel noch der Granatwerfer, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aus Titanfall sein. Es könnte die Hailstorm sein, die auch schon mal geleakt wurde. Dann hatten wir noch ein, zwei andere Waffen wie die Nemesis, die mal geleakt wurde. Und so weiter und so fort. Spare ich mir jetzt noch irgendwelche Bilder. Im Endeffekt kriegen wir sowieso fast in jeder Season eine neue Waffe. Aber welche das werden, das muss man dann einfach sehen. Dann haben wir in Season 15 eine neue Battle Royale Map. Und dieser Takt soll eingehalten werden. Einmal im Jahr eine neue Battle Royale Map und meistens dann wahrscheinlich im November. Und so ist bis jetzt auch der Zyklus beibehalten worden. Also können wir davon ausgehen, dass wir wirklich jedes Mal im November eine neue Battle Royale Map kriegen. Dann haben wir das Erbstück für Fuse aller Voraussicht nach.
damit bin ich mit meinem Latein fast am Ende. Und jetzt möchte ich euch natürlich noch verraten, was wir sowieso in jeder Season, in jedem Event, mit jedem Update bekommen. Haltet euch fest, lest einfach selber ab. Eine Menge Bugs, Serverprobleme, mehr und das natürlich völlig kostenlos. Da sind wir auf jeden Fall schon mal gespannt. Ich bin wirklich extremst gespannt, was die zukünftigen Seasons noch so bringen, Updates, was wir noch an Problemen bekommen. Oder bekommen wir endlich mal die fette Überraschung und Apex läuft endlich mal so, wie wir es uns alle vorstellen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das war's soweit. Es gibt sicherlich noch das ein oder andere, was ich schon irgendwo mal gehört habe, was ich vielleicht jetzt hier vergessen habe mit reinzunehmen. Aber ich sag mal so, die größten Sachen und Veränderungen, die irgendwann in Apex sowieso stattfinden, das sind die. Ein paar mehr Sachen werden es auf jeden Fall werden. Wie gesagt, ab Season 13, 14, 15 gibt es jetzt nicht mehr viel, was ich erzählen wollte. Arena-Maps wird es noch eine Menge mehr geben. Team Deathmatch, wenn das kommt, wird es eine Menge mehr Maps in jeder Season geben und so weiter und so fort. Von daher denke ich, ist der Fantasie da ordentlich freien Lauf gelassen. So, und bevor ich mich jetzt noch weiter verquatsche, bin ich auf jeden Fall in den Kommentaren gespannt, was ihr von dem ganzen Spaß haltet. Habt ihr noch ein paar Ideen, die ihr hier mit reinhauen wollt, die ihr vielleicht loswerden wollt? Sorgen, Ängste, Nöten und so weiter, lasst euch in den Kommentaren aus, da ist der richtige Platz dafür. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was so alles dabei rumkommt. Sollten wir uns dieses Jahr videotechnisch nicht nochmal hören oder lesen, wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund, rutscht gut rein, wie gesagt. Und dann würde ich sagen, habt noch eine schöne Zeit und ich freue mich auf jeden Fall auf das Jahr 2022 mit euch zusammen und einer verdammt geilen Community. Danke übrigens nochmal dafür, dass ihr mich so lange unterstützt habt und hoffentlich weiter dran bleibt. Das war es jetzt aber wirklich von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.